Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Wir ziehen hier eine kleine Mauer rum und in diesem Gebiet möchte ich ja vielleicht einen Stall, ein paar Stände schon mal hinstellen. Ja, wie machen wir das denn hier? Das ist auf dieser Höhe, glaube ich. Dann würde ich das eigentlich gern bis hier durchziehen. Und passt. Supi. Supi. Und so, okay. Na, verdammt! Dämlicher Ruckler. Dann ist, glaube ich, die Seite ein bisschen kleiner. Ne, das täuscht bloß, ne? Dürfte sogar größer sein. Ah, das ist ja egal, muss ja nicht unbedingt beides gleich groß sein. Und jetzt ziehen wir erstmal noch einen Steinboden hier rein. So, zack. Alter Schwein, hau ab. Sag mal, wird das schon wieder dunkel? Gibt's doch gar nicht. Nicht viel geschafft. Ich glaube, das wird auch schon wieder total übertrieben, was ich mir da vorgestellt habe. Wobei ich ein bisschen Inspiration von einem anderen Let's Player da bekommen habe. Schneller! So. Geschafft. Wir sind heile angekommen. Und können jetzt eigentlich die nächsten Steine wieder zum Verbrennen geben.
So. Ich möchte nicht wissen, wie viel wir davon noch brauchen werden. Was trägt er denn? Hat er Werkzeug dabei? Hat aber wenn nicht fallen lassen. Nein! Oh oh! Oh, dieses dämliche Skelett. Ich wollte das Vieh gerade angreifen. Feinden Sichten, ne, gut. So, hier müssen wir auch noch wieder ein bisschen was machen. Ich glaube, den Berg lasse ich erstmal so in der Form. Oink. Aber hier würde ich tatsächlich eigentlich überall gerne Erde reinhauen. Auf jeden Fall lassen will ich diesen Stein nicht hier lassen. Vielleicht mache ich da auch einen normalen Stein wieder drin. Mal gucken. Schippe weg. Toll. Eigentlich können wir das auch erstmal so lassen. Wir sollten uns erstmal einen Kopf machen, wie wir weiter verfahren wollen. Hier sollte ein kleiner Durchgang hinkommen. Ja, wo bauen wir die Burg jetzt eigentlich direkt hin? Hier hin? Woanders wäre auch doof irgendwie. Da lässt sich eh nichts weiter anbauen. Ja, bauen wir an die Ecke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Wie breit wollen wir den Durchgang denn machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müsste genau hinhauen jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Eine Viererbreite sollte das Eingangsding hier schon haben. So. Und hier brauchen wir auch noch einen Durchgang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 1, 2, 3. Ah, verdammt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Dann müsste das hier die 15 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Genau, und dann machen wir das Ding einfach mal auch 5 breit. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es auch 5 breit. Ist jetzt bloß wahrscheinlich ein bisschen versetzt. Oh, ein Block. Jetzt ernsthaft. Dann scheiße ich hier drauf. Dann mache ich das genauso. Gut, dann können wir jetzt hier den Boden schon mal reinhauen. Ach ja, wir brauchen ja Fackeln. Fackeln. Eine Schippe. Wie komme ich denn jetzt auf Fackeln? Nein, habe ich jetzt die ganze Zeit. Zeichen, das da richtig und hier eben falsch gemacht. Na toll. Hat sich ja. Oh ne, wir haben ja auch einen Stack dabei, habe ich gerade gesehen. Lohnt sich ja doch noch. So, jetzt müssen wir hier nochmal rüberspringen, die restlichen Steine raushauen. Uns eine Schippe machen. Und die restlichen Steine dürften vielleicht gerade mal für diese Ecke noch reichen. Dann müssen wir uns wieder was Neues mitbringen oder irgendwo was abbauen. Na gut, 3 haben wir noch. Und jetzt sogar noch mehr, das reicht also doch noch. Und es dürfte sogar hierfür noch reichen. Na klar, hier haben wir ja überall Stein, fast überall. Kaputt. So, und ich würde sagen, dann können wir hier wieder
beruhigt und getrost eine Folgenpause machen. Und dann in der nächsten Folge werden wir noch die restlichen Steine hier verbrauchen und die Mauern erstmal ein bisschen hochziehen. Und dann gucken wir mal, was wir noch so gebacken kriegen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.